Hauptfilet am Stück, Kalbsfilet geschnitten. Bevor ich jetzt Schweizer Fleisch kaufe, wollte ich wissen, woher das kommt. Am besten gehe ich selber mal auf den Bauernhof schauen. Auf dem Hof angekommen, suche ich den Bauer, dass er mir zeigen kann, wie so ein Kalb eigentlich wirklich aufwächst. Hallo! Hallo! Sali, bist du der Bauer auf dem Hof? Ja, ich bin der Res. Sali, ich bin der David, freut mich. Hallo David, freut mich. Kannst du mich echt ein bisschen da umführen? Kannst du mir zeigen, ja, was da... Ja, komm, gehen wir schauen. Ich habe da vorher schon mal drüber gespienzelt. Ja. Wie viele Kühe hast du da im Stall? Im Moment sind ziemlich genau 60 drin. Da vorne haben wir dann die Jüngsten. Ja, da drinnen sind sie etwa 7-8 Tage. Bis sie wirklich selbstständig sind, gut zu rufen und gesungen sind. Und dann kommen sie in die Gruppe. Wie lange bleibt der Bruno jetzt etwa da? Der Bruno, weil es ein Mastkalb ist, der bleibt etwa 110 Tage, vielleicht 120, je nachdem, wie er tut. Oder je schneller dass er wächst, desto weniger lang ist er bei uns. Und mit etwa 230, 240 Kilo gehen sie dann fort. Fort? Das heisst nicht Metzg, da kommt der Transporteur, die kann aufladen. Und dann gehen sie in der Regel zu Migarno, St. Gallen. Mhm. Und dort werden sie geschlachtet und dann gibt es Kalbfleisch daraus. Ja. Nach etwa 7-8 Tagen nehmen wir sie drüber. Das ist schon wiederum einiges grösser. Ja, das ist jetzt einer, der schon fast feist ist. Also feist im Sinne von Schlachtreif. Der ist jetzt etwa noch 14 Tage bei uns. Dort sind jetzt drei rausgesperrt, weil die gehen jetzt gerade in den Schlachthof. Darum dürfen sie nicht mehr raus, die warten jetzt gerade auf den Transporteur. Ja. Nur wenige Minuten später kommt auch schon der Ernst mit dem Tiertransport. Die von Natur aus sehr scheuchen Tiere bleiben aber sehr ruhig und steigen geordnet ein. Sobald alle Tiere verladen sind, machen wir uns auf und folgen dem Transport, um zu schauen, wie lange die Reise eigentlich wirklich geht. Hey, Emma, wie spät, Emma? Hast du Zeit noch? 8:45. 8:45, ja. So, wir sind jetzt am Ernst etwa gut 2 Stunden hintereinander gefahren. Wir sind jetzt beim Schlachthof angekommen. Wir sind noch bei 3 Bauernhöfen beigegangen, noch mehr Tiere abholen und jetzt werden sie hier abgeladen und jetzt gehen wir mal schauen, wie das abläuft. Wenn ein Tier beim Schlachthof wieder aussteigen können, ist jedes Mal ein externer Veterinär dabei, der den ganzen Prozess wie auch das Tier selber kontrollieren tut. So, leider war es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, im Schlachtbetrieb Gossau zu filmen. Wir sind jetzt hier beim SBZ, Schlachtbetrieb Zürich, und können jetzt hier schauen, wie das so abläuft. Sind Sie der Herr Hofer? Ja. Freut mich, David. Danke, dass wir da sind. Das ist kein Geschehen. Und ja? Fangen wir gerade an? Gut, super. Desto länger ich am Herrn Hofer hineinlaufe, wird mir immer mehr bewusst, was ich jetzt im Wald gesehen wird. Und ein bisschen mulmig ist es mir schon. Was passiert jetzt genau? Jetzt kommt der Bolzenschuss. Und dann ist es sofort tot? Nein, tot ist eigentlich erst, wenn der Blutentzug fertig ist. Hier oben wird gestochen, oder? Also Blutentzug gemacht. Und dann ist das Tier tot. Genau wie bei der Ankunft des Tieres ist auch während der Schlachtung ein Veterinär anwesend. Die Tiere werden am gleichen Tag, wie sie ankommen, geschlachtet und kommen schon am nächsten Tag in Hälften oder Vierteln weiter. Das war eine eindrückliche Erfahrung. Interessant, wie geordnet das da innen abläuft. Aber jetzt interessiert es mich, wie es mit den Schlachtvierteln und Schlachthälften weitergeht. So, wir sind jetzt im nächsten Stopp von unserer Reise vom Fleisch angekommen. Wir sind jetzt bei der Migarna in Zürich. Das ist die Grossmetzgerei und Verteilerzentrum von der Migros. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ja.
Hygienevorschriften müssen sein. Grüezi wohl, David mein Name. Walter, freut mich. Ja, lassen wir vor, gehen wir gerade zur Sache. Und gerne, danke, dass wir da sind. Für eine bessere Fleischqualität werden Schlachtviertel und Hälften bei Ankunft zuerst noch 4 bis 6 Wochen gelagert. Dann erst kommen sie in die Verarbeitung. Alles wird verwertet. Was ist jetzt das für ein Stück und was wird jetzt damit gemacht? Also das ist ein Nierstück, ein Moni-Nierstück. Und der tut jetzt gerade das Filet auslösen. Das ist jetzt das Filet draussen. Und jetzt fängt er an, den Knochen auslösen vom Antergott. Das Stückchen, das nachher vorne bleibt, ist das Antergott. Hier haben wir jetzt das Antergott, das ganze Antergott, das halbiert ist, in 2 Stückchen, genau. Und das Filet. Gibt es jetzt da einen Entscheidungsfaktor, der sagt, das kommt jetzt in die Fleisch, in die Bedienungstheke und das in die Selbstbedienungstheke? Nein. Das ist genau das gleiche? Genau das gleiche, genau das gleiche Fleisch. So, das war ein super Einblick. Wie ihr an meinem Outfit unschwer erkennen konnte, wird Hygiene sehr hoch geschrieben, was eigentlich zu erwarten war. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass das Fleisch, das ich selber aus dem Regal rausnehme, dass das gleiche Fleisch ist, wie das, das ich bei dem Metzger an der Theke bestelle. Grüezi wohl. Was hättet Sie gern? Also ich könnte Ihnen etwas empfehlen. Das ist ein ganz schönes Rindsfilet aus Australien. Oder sonst hätten wir auch ein Schweizer Kalbskotelett. Oh ja, gerne Schweizer Kalbskotelett. Kalbskotelett, ja, gerne. So schnell ein bisschen? Ist alles nein. Vielen Dank. Für mich war das eine sehr interessante Erfahrung. Ich für meinen Teil werde in Zukunft noch mehr darauf achten, woher das Fleisch kommt, das ich kaufe.